Hallo und herzlich willkommen, Leute, zurück bei Let's Play Final Fantasy 6. Yeah! Ihr werdet euch bestimmt wundern, warum ich hier in Nash umstehe. Das hat einen ganz bestimmten Grund, und zwar habe ich herausgefunden, dass es hier einen Extra-Charakter geben soll. Ich hoffe allerdings, dass er denn auch erscheint, weil es waren irgendwelche Bedingungen vorausgesetzt, die ich noch nicht erfüllt habe. Deswegen werde ich mich jetzt hier in der Mine einfach mal ein bisschen umschauen. Und dann werden wir mal sehen, ob wir eventuell einen neuen Kara bekommen. Okay, das sind jetzt die Gegner ganz vom Anfang des Spieles. Standard. Oh, man sieht schon, ich habe etwas trainiert. Ich habe nicht viel trainiert, weil... Ja, ganz einfach, weil ich an dieser Stelle hier nicht so wirklich gut trainieren kann. Also ich kenne im späteren Spieleverlauf einige Stellen mehr, wo man weitaus besser trainieren kann. Und deswegen habe ich mich jetzt nur bis so um die Level 26, 27 hoch trainiert. Also man merkt schon, ich bin etwas stärker geworden. Man merkt es schon richtig. Ich gehe mal ins Menü. Terra Stufe 26, Edgar Stufe 26, Locke Stufe 27 und Cyan Stufe 28. Also man sieht schon, es ist einiges passiert. Es hat auch einige Zeit gedauert, wie man an der Zeit sieht. Also aufmerksame Beobachter haben erkannt, dass es bei meinem letzten Video so um die 9 Stunden waren. Und ja, jetzt sind wir bei 11:51, also knapp um 12. Und mein Geld hat sich natürlich drastisch erhöht. Und dann habe ich auch einige Fähigkeiten erlernt, wie Vitra und Engel. Ganz wichtig, diese beiden Fähigkeiten. Blitzra, Feurra, Eisra. Ich habe schon ein bisschen was getan und mich etwas aufgepowert. Und ich hoffe, dass es mich für den nächsten Dungeon... Oder dass ich mich für den nächsten Dungeon genug aufgepowert habe. Ich weiß, was als nächstes passiert. Ich weiß, welcher Dungeon als nächstes kommt. Und es ist ein Dungeon, was mir persönlich eigentlich nicht so gut gefällt. Weil, ja, es ist einfach verwirrend. Es ist einfach lästig. Es ist... Es nervt mich sogar mehr als die Magitek-Fabrik. Aber gut. So, ich hatte eigentlich so die Information, dass sich hier oben ein Ereignis abspielen sollte. Und dass sich hier oben ein Kara meiner Gruppe anschließt. Dem ist aber nicht so. Okay, das heißt, ich werde mich nochmal in den Minen umsehen. Na, geh da runter. Eventuell kann ich dort drinnen ja was wenden. Nee, da wollen wir nicht hin. Nein. Da geht's auch nicht weiter. Na gut, da muss ich doch hier durch. Okay, das ist etwas doof. Ich habe jetzt mehrere Let's Plays am Laufen und irgendwann habe ich das Gefühl, dass ich mich verzettel oder was. Ich werde natürlich meine Let's Plays alle, nicht alle vorrangig, aber ich sag mal, ich werde jetzt Final Fantasy 6 und Final Fantasy 7 vorrangig Let's Playen, damit ich mit diesen beiden Spielen auch fertig werde. Star Ocean 2, mein aktuelles, also neues Let's Play, werde ich jetzt erstmal etwas vernachlässigen. Also da werde ich nicht ganz so viele Videos auf einmal hochladen. Ich bitte darum euer Verständnis und hoffe, dass es auch kein Problem wird, weil ich muss einfach auch ein bisschen ein System hier reinbringen, weil sonst wird das alles irgendwie verwirrend und alles durcheinander und dann blickt man gar nichts mehr. Deswegen nur so eine kleine Situationsschilderung. Dann geht es um Folgendes. Ich habe jetzt... Geh aus dem Weg, Alter! Mann. Ich habe aus... Na, mein Gott. Ja, ich habe ein bisschen Sprachfehler heute. Ich habe von einem User von YouTube, einem sehr guten Kumpel von mir, Hilfestellungen bekommen. Und zwar erstmal einen großen, fetten Dank an dich, Knackrockfighter. Ich habe von ihm Hilfestellungen bekommen in Sachen Hypercam und bin eventuell, ich möchte jetzt hier nicht zu viel versprechen, ich bin eventuell in der Lage, PS2-Spiele aufzunehmen. Ich muss nur noch ein paar Sachen an der Sound- und an der Grafikqualität rum experimentieren. Dann könnte es eventuell in naher Zukunft schon ein Let's Play zu Kingdom Hearts 2 geben. Wie gesagt, ich möchte jetzt aber nicht wieder irgendwelche Hoffnungen erwecken oder irgendwas hier in die Welt setzen und dann später wieder canceln müssen. Also es ist einfach nur so ein kleiner Gedankengang und
ich bin auf einem guten Weg und ich hoffe, dass es auch funktionieren wird. Dann wird es eventuell auch bald ja etwas hochwertigere Spiele von mir geben, also nicht hier nur PSX und GBA und keine Ahnung was, sondern auch eventuell PS2 oder GameCube. Also wir werden auf jeden Fall sehen, lasst euch überraschen. Auf jeden Fall bin ich dran. So, ich denke, dass ich jetzt hier richtig bin. Dann geht es einmal hier durch dieses Gewirre hier und dann müssten wir eigentlich bei den Mokris ankommen. Ja, aber irgendwie, das ist ja der Hauptmokri hier. Kupo, Didupo. Mehr sagt er eigentlich auch nicht. Also, es hätte eigentlich ein Ereignis eintreten sollen, aber irgendwie habe ich dazu was falsch gemacht. Ja, das ist Mist, das ist echt Quark. Ja gut, das ist echt nicht ganz, ganz gut gelaufen. Ja gut, wenn es in der Story hin nicht weitergeht in dem Spiel, dann werde ich halt ein bisschen ankündigen. Wie gesagt, PS2, also Hypercamp bin ich dabei. Nach wie vor werde ich jetzt dann Final Fantasy 6 Let's Play. Final Fantasy 7 soll auch weitergehen in nächster Zeit natürlich. Ich habe einfach nur nicht so die Zeit in den letzten Tagen und ich hoffe, dass es doch, also diese Standardgegner, da werde ich jetzt nicht mehr, ja, bevor man flüchtet, kann man sie auch umbringen, also ist kein großer Unterschied. Deswegen natürlich auch mein Pokémon Let's Play as Rivals. Ich weiß, dass ich das jetzt in den letzten Tagen etwas vernachlässigt habe. Es ist einfach, ich habe im Moment nicht so viel Zeit. Ich bin einfach nur da, ich nehme meine Videos auf oder lade meine Videos hoch, die ich auf der Festplatte gespeichert habe, die Tausende. Ich bin einfach im Moment nicht so... Oh, Edgar steigt eine Stufe auf, auch nicht schlecht. Ich bin einfach nicht so in Stimmung für Let's Plays, kann ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht merkt man das auch an der Qualität meiner Let's Plays und man hört es eventuell auch an meiner Stimme, dass ich ein bisschen bin. Trotzdem werde ich natürlich weitermachen und euch mit immer weiteren Videos beglücken, auch wenn ich in den letzten Tagen das Gefühl habe, dass die Videos etwas, ja, missachtet werden. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch schon des Öfteren Nachrichten bekommen von wegen, ja, was ist eigentlich mit meinen Videos? Du guckst meine Videos gar nicht und sind dir meine Videos scheißegal und auf sowas habe ich keinen Bock, ganz ehrlich. Also, wenn irgendwelche Leute Probleme mit sich selber haben und von sich selber denken, ihre Videos wären scheiße und dann mich angaffen, weil ich ihre Videos nicht angucke, weil ich einfach keine Zeit habe im Moment dafür, ganz ehrlich. Ich habe einfach nicht die Zeit, den ganzen Tag vor dem scheiß PC zu sitzen und irgendwelche Videos anzugucken. Es geht einfach nicht. Und deswegen verbitte ich mir in Zukunft solche E-Mails oder PNs oder keine Ahnung, von wegen, was das soll und guck doch mal meine Videos an und ja, ich weiß, meine Videos sind eh scheiße und sorry Leute, aber auf solche Kommentare habe ich keinen Bock. Also ich werde solche Kommentare auch in Zukunft kommentarlos löschen, weil es einfach nervt. Es nervt einfach. Und dann genauso, ich habe dem letzten auch wieder eine Frage bekommen, kannst du mir bitte die ROM zu Star Ocean 2, also den Link für die Seite geben? Da sage ich auch nochmal ganz klipp und klar, nein, es geht einfach nicht, weil ich habe es schon mehrmals in Videos gesagt, dass ich keinen Bock mehr habe, jedem dahergelaufenen Affen, sage ich jetzt mal, irgendwelche ROMs zu schicken oder irgendwelche Emulatoren zu zeigen oder keine Ahnung. Für Tutorials oder für Fragen zu Emulatoren bin ich gerne da, aber ich werde nicht anfangen, groß irgendwelche Links zu verschicken, weil wirklich nur an sehr, sehr gute Kumpel. Und dann ist das auch nur noch so, ich hatte ja auch vor, in nächster Zeit ein paar Überraschungsvideos zu machen für bestimmte User, wie zum Beispiel Real Zocker und Shorty Cuber, nur um zwei zu nennen. Ich weiß nicht, ob die beiden dieses Video hier angucken, ich habe überhaupt keinen Plan, ob sie es machen oder weiß ich nicht, kann ich auch nicht so sagen. Falls doch, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass ich dran bin. Es ist einfach nur in letzter Zeit oder alles ein bisschen hektisch. Es wird trotzdem mit Final Fantasy 6 mit der Story gleich weitergehen. Ich habe jetzt nur Informationen, dass es ein paar S-Bahn zu holen gibt. Ich weiß, das kommt alles auch erst später mit den ganzen Nebenquests. Es kann auch sein, dass ich ein bisschen zu weit voreingenommen bin. Ich werde trotzdem auch schon nach diesen S-Bahn halten, die man sich jetzt schon holen kann. Und dann wird es im nächsten Dungeon weitergehen, damit es mit der Story einfach mal vorangeht, weil ich denke, ich bin mit Final Fantasy 6 eigentlich gut vorangekommen bis jetzt und so sollte es dann auch natürlich weitergehen. Ja,
werde ich an dieser Stelle jetzt schon mal einen Cut machen und hoffe, dass ihr beim nächsten Video auch wieder dabei seid. Und ja, bis dann, euer Lucifer.